Kommt genau hin. Ich würde überlegen, dann Dreier-Dinger zu machen vielleicht. Ich gucke, was besser aussieht. Ah, sieht fast aus wie ein Haus. Egal, lassen wir es so. Das ist immer schwer, so eine Halle hier zu bauen. Total bescheuert, ehrlich. Oh, es war zu weit. Es fängt gerade volle Kanne an zu regnen draußen, kann es sein? Es regnet ja schon die ganze Zeit. Oh, es hat dazwischen her immer aufgehört zu regnen. Och. Oder nicht? Wahnsinn. Ja, weiß ich Wahnsinn. nicht. Die 5 Minuten, wo es mal nicht regnet. Ach so, hat es eben sich in Urlaub zurück. Da sehnt man sich seinen Urlaub zurück. Bäumelein, das Bäumelein am Straßenrand da drüben. Boah, krass. Hier geht in ein Bächlein oder Teich in eine riesen Schlucht rein. Okay. So, dann geh können wir gleich um die das Ecke. Oberste hier wegziehen. Guck mal kurz her. Wo ist denn? Bei der Brücke siehst du einen blauen Baum. Also bei der. So ein lila. Ach, da fliegst du ja. Guck mal hier. Boah, krass. Uah. Wie krass ist das denn? Bist du rein? Oh, ich flieg mal einfach. Boah, die ist auch noch riesengroß. Und die endet in einer Mine. Geil, ne? Krasser Scheiß. Ich glaube, die markieren wir uns mal, wa? Ja, ich kann mal hier oben rum ausleuchten. Oh, was wie viel Material hier ist. So. Das scheint so viel. What? Yes. Boah, ich wollte schon sagen, wie meine ganzen Steine weg. Ich gar nicht gedacht, dass hier noch so viel Steine drauf gehen, ehrlich gesagt. Da massig Steine. Wir haben noch zu Hause noch 14 voll, mindestens. In den alten Zuhause. Oh, ich muss mal aufpassen, dadurch, dass wir umgezogen sind. Oh, ich habe eine richtige Dia-Ader, ey, Hammer. Ja, Diamanten sind hier nichts Besonderes. Die kriegst du voll oft, leider. Für mich ist es was Besonderes. So, Wasser. So. Zwei Reihen noch.
ist einfach kein Bild. Moin, Sarah. Bist du mit dem Handy drin, oder? Ich komme später nochmal wieder. Jojo. Hier ist auch noch Eisen. Ich hatte meinen ganzen Rucksack voller Steine und Co. Die sind alle fort. Das ist echt Wahnsinn. So. Okay, dann haben wir das. Dann müssen wir hier das... Boah, ich habe 45 Dias, ne? Bloß von den zwei Stellen, die ich jetzt hier als Zeug abgemacht habe. Oh, krass. Ja, ich sag ja, das ist echt ein Reich. So. Können wir die eine Ader hier abreißen wieder. Eiern wir hier einfach mal durch. Soll nur so ein provisorischer Hangar sein. Hier unten rum? Bitte? Nee, ich bin hier beim Haus weiterbauen, also bei dem Gebäude. Okay. Boah, jetzt vermisst sich wie beim anderen mein Pfeil und Bogen, ey. Das kann man so lassen als Hangar. Scheiße, ist halt nur wegen der Beleuchtung. Ich muss ein paar Fackeln bauen. Hoppala. Muss ich erstmal provisorisch mit Fackeln hier ausleuchten. Spielchen kennen wir ja. Von der Burg und so weiter. Sind noch nicht viele. Ist nur so ein bisschen viel, würde ich sagen. Aber gut, Hauptsache erstmal keine Monster hier drin, der Rest ist mir scheißegal. So, kann ich ohne das Dach zuzimmern. Was, wie, hä? Bitte? Was hast du jetzt gesagt? Dann kann ich oben das Dach zuzimmern, habe ich gesagt. Dach zuzimmern. Ja, was denn? Ich habe was ganz anderes verstanden. Was denn? Egal. Nee, ich will es jetzt wissen. Hallo? 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 Ich sag ich nicht. Warum nicht? Mensch, ich dann. Was wollte ich denn jetzt? Ach, ich wollte mir einen Punkt basteln. Das bringt mich total durcheinander. Ja. Moin, Santuas. Wir spielen Attack of the B-Team, also schon ein bisschen älteres Modpack. Aber immerhin noch sehr schön. Ja, wir sind schon seit Ewigkeiten dran. Wir haben schon so viele Bauwerke hier generiert. Ich kann gerne mal ein bisschen hin und her fliegen. Weil du halt hier sehr viel Spielraum hast, ne? Und ich weiß, es gibt bessere und was weiß ich nicht was, aber ich spiele meist über den Technik-Launcher bzw. Feed the Beast-Launcher und hau mir keine Modpacks irgendwie in die Grundversion von Minecraft rein. Bin ich nicht so der Fan von. Ich habe mir damals damit mein Minecraft komplett zerschossen und alles an Safe Zone weg. Deswegen spielen wir hier gerade einfach nur Attack of the B-Team oder das, was der Technik-Launcher und so weiter hergibt. Ja, wie gesagt, wir sind ja die ganze Zeit am Rumzimmern. Das ist unsere neue Villa. Hier haben wir einen kleinen Hafen gebaut, wie du siehst. Ja, mit den Feinheiten. Den Bogen. Wie ich hier sagte, ne? An den Containern siehst du halt die Feinheiten. Und hier geht's rüber in die Altstadt mit schönen Leuchtturm, Mühle und Co. So einer kleinen Burgruine. Da drüben so einen kleinen Hexenturm. Also wirklich so ein bisschen Altstadt-Feeling hier reingebaut.
Und wir sind ja immer mal wieder dabei, dass wir so eine kleine Umfrage starten, ob die Leute noch irgendwie Vorschläge für Bauten haben und so weiter, die wir dann versuchen umzusetzen. Oh, hier haben wir unsere kleine Westernstadt. Da drüben auch mit vor. Das ist ja, was den Zeiten noch kennt. Da vorne ist eine kleine Farm dann noch. Aber so kleine Westernstadt haben wir hingebaut. Wenn wir denn hier weiterfahren. Ach, hier ist die Bohrinsel, genau vor der Westernstadt, okay. Siehst du, die habe ich doch gar nicht gesehen, ja, die Bohrinsel. Adono hat die dorthin geknallt. Gar nicht so groß, hatte ich angeguckt, die Insel. Ja, wo geht's wieder zurück? Wir hatten hier vorne noch den Flughafen. Hier. Nee, das ist die Altstadt. Die geht hier vorne irgendwo über. Da haben wir einen großen Flughafen. Du musst bei einem Leuchtturm rüberfliegen. Ja, schon gefunden. So, dann habe ich hier provisorisch zwei Hangars hingebaut, eine fette Flugbahn. Hier ist so ein Tower. Das ist der Flughafen hier. Das ist praktisch das Ganze umrundet hier. Von unserer kleinen Autobahn. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, wo der Eingang ist. Irgendwo hier. Da ist er. Jetzt bin ich hier rein in die Militärbasis. Von außen sieht es aus wie eine Steinwand. Von innen kannst du rausgucken. Also wirklich einseitiges Glas. Hab ich einfach just so fun mal so eine kleine Geheimbasis reingebaut. Hui. Wo es dann praktisch hier ins Tropika übergeht. Eine Dimension hier in Attack of the B-Team, also die Richtung Dinosaurier geht, hier die ganzen Computer habe ich extra hingestellt. Ja, hier hinten geht das über in so eine fette Schlucht, mit durchsichtigen Glas gebaut haben, das Ganze so ein bisschen ja, geheim zu halten und so, dass du nicht siehst, dass da drüber gehen kannst. Dann haben wir hier unsere erste kleine, ja, wo wir angefangen haben, Welt. Also hier sind wir praktisch gespawnt. Hatten am Anfang, jetzt muss ich mal dahin fliegen, hier so ein kleines Holzfundament gebaut. Das war super, super lang unsere kleine Anfangsbaracke. Und dann haben wir uns entschlossen, hinten die große Villa, die du vorhin gesehen hast, zu ziehen. Ja, wir haben hier angebaut mit Pferdestall, alter Polizei von einem Zombie-Game, was ich damals gespielt habe. Hier so eine Bücherei, beziehungsweise Museum, ein Segelschiff. Mit Galerie. Hier haben wir ein bisschen Spaß uns erlaubt. Dies war sehr gut. Die Geld hier damals noch. Hier haben wir so ein Drive-In, also so ein kleines Café, würde ich mal sagen. Ja, hier haben wir unsere ganzen Tore in die verschiedenen Dimensionen. Einmal Mars, dann hier normal in den Nether. Hier geht's zur Raumstation und hier geht es zum Mond. Hier die Fläche, die du hinten siehst, haben wir alles. Hier gibt es so kleine Schergen, die man herbeirufen kann, die hier praktisch so einen kleinen Schacht immer nach unten graben. Habe ich so nach und nach hier die immer arbeiten lassen. Und so nach und nach wächst auch die Gegend hier weiter. So haben wir uns unsere Ressourcen beschafft. Und. Ja, hier oh, haben wir eine riesengroße sag schon, Ader von Dias. Okay. Ja, hier ist unser provisorisches Feld. Wir mussten das alles einglasen, weil in der Attack of the B-Team ist es so, hier kommt ab und zu mal ein Wirbelsturm. Deswegen sollten alle Gebäude oder alles, was hier umher steht, eingezäunt bzw. eingeglast sein. Deswegen haben wir auch hier unsere Tiere hingestellt. Wir sind nämlich einmal AFK gewesen, einfach essen gewesen, kamen zurück und hier flogen überall die Kühe rum und da hat uns ein Wirbelsturm alles zerhauen. Ja, das ist die erste Baute von der Junalia. Das Fachwerkhaus hier. Und ein bisschen verfeinert mit Swimmingpool und so weiter und so weiter. Das hier ist unsere Raketenstartbasis. Also das ist die Plattform, wo die Rakete draufkommt. Und kannst du, wenn du genug Treibstoff drin hast, losstarten Richtung Mond bzw. Richtung Mars, wo das jetzt mittlerweile mit ja, den Toren verbunden haben, was für uns ein bisschen einfacher ist. Ja, und auf dem Mars kannst du natürlich nicht ohne Sauerstoff leben, deswegen hatte ich hier unten einen kleinen Sauerstoffproduzenten hingestellt. Also du musst wirklich, um Sauerstoff zu produzieren, nur rundherum Blätter oder Felder haben, die praktisch den Sauerstoff entziehen. Und dann kannst du hier in diesem Teil kannst du deine Tanks auffüllen. Deine Sauerstofftanks, die so aussehen hier. Eigentlich sehr geil gemacht.
Was haben wir noch? Ja, wie gesagt, das ist unsere Raketenbasis hier. Das Fenster muss sein, damit wir da halt starten können. Hier hinten haben wir weitergemacht. So ein paar Gimmicks, wie gesagt, wie gewünscht wurde, so eine